Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Worum es geht, liegt klar auf dem Tisch. Wir sind heute Morgen um zwei oder drei Minuten nach sieben, haben wir uns in eins unserer Autos gesetzt und sind Richtung Süden gefahren. Wir sind gefahren nach Bellheim. Da ist die Firma Modbrix gewesen. Die ist immer noch da. Erst am Montag ist sie weg oder so. Ja. Weil da sind noch bestimmt Reste. So, um was geht es hier ganz genau? Ganz einfach. Uns wurde mitgeteilt, dass die Firma Modbrix den Standort wechselt. Das heißt also, das Geschäft, das sie jetzt betrieben haben die ganze Zeit, ausräumen und ins Neue bringen. Die ganze Woche ist da schon Räumungsverkauf gelaufen. Bis zu 50% oder 60%, teilweise sogar 70%, haben die Sachen, die Sets, billiger verkauft. So, und die haben irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Werbung gemacht in der ganzen Geschichte. Und da war noch jede Menge reichlich da. An Spielzeug und Klemmbausteine. Ja, ich weiß, Klemmbausteine gelten für viele Menschen als Spielzeug. Gott sei Dank. Ja, was ist passiert? Uns wurde dann mitgeteilt, dass heute, am Samstag, den 28.05., ein Räumungsmitnehmtag ist. Was heißt das? Ganz einfach, man fährt dahin, schnappt sich eine große Tüte, die man schon mitgebracht hat, geht rein, packt ein und winkt freundlich an der Kasse. Kasse war da keine da. Nur ein viereckiger Karton, so ein rechteckiger mit einem Schlitz oben drin für Trinkgeld und kleine Spenden. So, wir wussten nicht, um was es da geht. Wie wir runtergefahren sind, hatten wir die Meinung, auch ein, zwei Sets werden wir kriegen und dann wieder nach Hause fahren. Da Noppi hat uns das mitgeteilt. Genau, ne? Noppi hat uns das mitgeteilt. Gut. Und denen haben wir dann gesagt, ja, dann treffen wir den, gehen gemütlich noch was essen und fahren dann wieder nach Hause. Die Reihenfolge war richtig. Wie ihr schon aus kleinen Filmen gesehen habt, an diesem kleinen Short, wir hatten zu wenig Platz im Auto. Wir hatten gestern noch eingekauft, am Freitag, und da waren natürlich auch noch Sachen drin, sonst wäre vielleicht noch sogar ein bisschen mehr reingekommen. Es war bis unters Dach voll. Und ich sag's ganz ehrlich, wir haben natürlich auch diese kleine Kiste gefüttert. Ja, weil ich mag das nicht, irgendwas umsonst. Das widerspricht meiner Erziehung. So, und da sind wir da rein. Und dann haben wir uns erstmal um die Klemmbausteine gekümmert. Ja, wir haben auch Spielzeug mitgenommen und so weiter. Aber erst ganz zum Schluss, nachdem wir die Klemmbausteine, ich sag's so wie es ist, abgegriffen haben. Was anderes war das nicht mehr. Wir haben nur noch rausgeschleppt, in Wagen rein. Es war der pure Wahnsinn. Dafür möchte ich mich auch bei Modbrix bedanken. Diese Aktion hat euch eine wahnsinnige Werbung gebracht. Warum haben die das gemacht? Also das, was ich vermute, ist, dass die hergegangen sind und haben gesagt, weißt du was, jetzt haben wir noch das und das hier im Laden. Wenn wir einen Lastwagen bestellen, 4 bis 6 Leute, die das in den Lastwagen reinpacken, rüberfahren ins neue Geschäft und da wieder auspacken, das ist teurer, als das Ganze hier drin wert ist. Und das finde ich eine super Aktion. Und die Menge von den Leuten, die dann da war, das hat gepasst wie der Deckel auf dem Topf. Ich fand es prima. Was ich genial fand, ist, dass alle freundlich zueinander waren. Keiner hat irgendwie versucht, einen zu überholen, zu überrumpeln oder sonst irgendwas. Es war wirklich ein toller Tag. Keiner hat irgendjemanden was aus der Hand gerissen. Da waren Kinder, die haben sich da einfach 2, 3 Kisten geschnappt mit Spielzeug, haben sich gefreut wie die Schneekönige. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, so, wir werden das Ganze jetzt hier auf dem Tisch werden wir jetzt präsentieren. Da bitte ich jetzt schon um Nachsicht. Wir werden öfters Schnitte machen. Weil unser Laden ist klein, wir müssen das... Klein ist gut. Jetzt können wir kaum noch raus. Aber das kriegen wir in den Griff. Wir zeigen euch, was wir alles mitgebracht haben. Jeden einzelnen Artikel.
bis auf das Klopapier, das war schon drin im Auto. Da hat Noppi noch gesagt, wo waren der Haufen mit dem Klopapier, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Nee, da war kein Klopapierhaufen drin, das war noch vom Einkaufen. Und wie gesagt, wir machen etliche Schnitte und zeigen euch alles, was wir mitgebracht haben. Ja, dann werde ich jetzt den ersten Schnitt machen, ne? Genau. So, wir haben ein bisschen sortiert und wir fangen an mit unserer Ausbeute. Ja, im Moment machen wir keine Reviews über Kriegsspielzeug, aber das haben wir bei Hotbricks ergattert. Zum Schluss haben sie 16 Euro gekostet im Minusverkauf. Die sind nicht verkauft worden. Die haben wir halt so bekommen. Ja, dann mach doch mal das nächste. Genau, G-Star Flieger. Auch Kriegsspielzeug, was wir momentan nicht machen. Das haben wir zweimal bekommen. Auch ein richtig schönes Set eigentlich. Zumindest die Teile sind schön. Ja, das sind wunderschöne Teile. Guck dir die doch mal an, hier die Fliesen und so. Ja. Auch wenn da Kratzer drauf sind. Geschenktes Gaul schaut man nicht in den Maul, ne? Oder wie war das? Genau. So, tue ich dann schon mal weg. Dann kommt der nächste kleine Posten. Das sind 10 Stück von diesen Special Troops. Alles die gleichen. Uns ging es hauptsächlich um die Sachen wie die Sanddinger und so weiter. Auch die Steine sind da fantastisch von den Dingern. 10 Stück an der Zahl. Ja. So. Auch wenn wir es viermal zeigen, wird nicht weniger. Ja. Gehen wir mal ein paar kleinere Blocks. Nano-Blocks von Weißhawk. Aber hier 4 Brickheads. Dreimal die gleichen, einmal einen anderen. Und zweimal Donnergott. Ja. So. Ich sag's nochmal. Außer Trinkgeld haben wir dafür nichts bezahlt. Ja. Wir sind auch nicht reingerannt mit der Brechstange und haben dann nachts ausgeräumt, sondern das war ganz reguläre Öffnung. Genau. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, dass so viele Kunden da waren. Hauptsächlich viele mit Kindern, die sich die Taschen voll gemacht haben. Alles, was sie haben wollten, haben sie gekriegt. Genau. So, Dekul. Das Schiff. Ich zeige euch jetzt nicht alle davon, weil 18 Stück hier auf den Tisch packen. Wäre Quatsch. Das haben wir bereits mal im Review gezeigt. Haben wir unten bei Modbricks schon mal gekauft gehabt. Ja. Wie viel es gekostet hat, keine Ahnung. Aber da stand irgendwo ein Preis drauf bei irgendeinem. Ist egal. Heute was gratis. Wir haben Nothing bezahlt. Genau. Nochmal danke an Modbricks. Eine Wahnsinnsaktion. So. Da sind viele, viele Kinder glücklich gemacht worden. So, dann mal weiter im Takt. Dann mal weg von den Klemmbausteinen, auch von Dekul. Gab es hier so Superhero-Boxen mit zusammensteckbaren Figuren. Das haben wir zweimal. Den haben wir zweimal. Dann stelle ich mal dahinter. Auch da bin ich mal gespannt. Wir werden es auf jeden Fall vorstellen. Ja. Ja. Auch wenn es nichts mit Klemmbausteinen zu tun hat, ist aus der Abteilung Spielzeug. So, von Marvel D-Cast Minifiguren habe ich hier ein paar. Und zwar 4 Stück. Das ist so eher privates Vergnügen. Ja, auf jeden Fall. Spider-Man und Avengers. Ja. Ja, die ist doppelt. Genau, Nick Fury. Und dann die anderen zwei. Ich glaube, davon habe ich schon mal eine gekauft. Wir haben beim letzten Mal welche gekauft davon, ja. So, weiter geht's mit einem Spiel von Ravensburger. Teamworks Dragons. Große Drachenrennen. Haben wir zweimal mitgenommen. Ein kleines Gesellschaftsspiel für zwischendurch. Ich weiß heute schon mit hundertprozentiger Sicherheit, hier wird vieles kostenlos rauswandern. Ja. An die örtlichen Kinder, die hier einkaufen kommen. So, dann haben wir hier von Herpa
ein paar Sets. Ich habe jetzt nicht sortiert, was, wie viel von welchem oder so. Ist ja auch egal. Insgesamt sind es auch 10 Stück. Mit verschiedenen Automodellen und einem kleinen Relief hinten dran. Das muss ich jetzt leider Gottes in die Kamera halten. So sieht die ganze Stadt aus. Ja. Er hat gleich den ganzen Karton abgegriffen. Ja. Ich hatte nur ein oder zwei Stück davon in der Hand, die ich irgendwo unterwegs gefunden hatte. In den Katakomben. So, da hier ist noch ein drittes davon. Ja. Das. Da wir aus dem Modellbau kommen, kann ich nur sagen, solche Reliefs sind auch Gold wert. Kann man für die Hintergründe von Modellbahnanlagen super so, benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Gebäude. Ja. 6 verschiedene Gebäude. Das kannst du bitte wieder einräumen. Ja, war nämlich in der Kiste drin. Dann kommt es auch da wieder rein. Denn ja, durch diese Aktion haben wir eins gemacht. Noch weniger Platz geschaffen bei uns. Egal. Momentan klemmen wir sogar teilweise Verkaufsraum. Werdet ihr auch irgendwann sehen. Ja. Unser Großprojekt haben wir da angefangen. Und das macht schon Fortschritte. So. Gut. Dann haben wir hier hinten noch ein paar Kleinigkeiten. An Modellautos und Spielzeug. Ja, an Spielzeug. Hat mir gefallen. Für größere Kinder. Auch mit Licht, also Batterien gehören dazu, die sind nicht dabei, mit Licht und Ton, beide Polizeifahrzeuge. Ich muss mir hier hinten hinstellen. So, da haben wir hier ein hübsches Motorrad, eine Honda. 1 zu 18. Normalpreis hier, ganz zum Schluss haben sie es für 5 Euro verkauft in dieser Aktion. Ich will hoffen, dass sie sehr viel verkauft haben und noch richtig Schotter gemacht haben. Ich gönn's ihnen, jeden einzelnen Cent. So, hier haben wir noch einen Willys Jeep. Ja, 1 zu 32. BMW Z4, glaube ich. Ja. Und ein 1 zu 32. Porsche Cayman. Auch 1 zu 32. 10 Euro. Und hier steht dann drauf 6,50 Euro. Noch mehr Spielwaren. Ja, das war das letzte, was ich erwischt habe. Von den Sets. Hier für ein Kiddie ist das optimal. Letzter Preis hier im Dingsverkauf war 5 Euro. Ich finde es schön. Da wird sich bestimmt irgendein Kiddie drüber freuen. Und für die ganz Kleinen haben wir hier Förmchen. Ja. Ne, da ist auch schon der Sand dabei. Ja, da ist der Sand mit dabei. Ja, also wer keinen Sandkasten hat, in dem Ding ist der Sand dabei. Und sieht auch ganz toll aus. Da kannst du dir dein eigenes Minion formen. Ja. Hinten die Anleitung. Cool. So. Star Wars. Das ist ein auszumalen, ne? So ein, ja. So ein Malding. So ein Papier, Pappfighter. Kann man selber ausmalen und Stift ist mit dabei. Ja, da wird auch jemand freuen drüber. So, dann gibt es hier ein paar Rennstrecken, Parkhaus oder was auch immer. Ja, Polizei soll das sein hier. Ja, ein Upgrade, 50 Teile. Ein Auto, ein Hubschrauber ist drin. Das kann man in die Garage hinten, kann man reinstecken. Oh, sieht ganz gut aus, sieht ganz toll aus. Ja. Das Ganze haben wir nochmal als Feuerwehr. Ist in der Aktion für 10 Euro verkauft worden. Wir haben nichts bezahlt. So, und dann haben wir das Ganze als Feuerwehr nochmal. Ja, ist das gleiche, nur als Feuerwehr in roter Ausführung. Ja. Ja, super. Ein kleiner Roboter. Ja, warum auch nicht, ne? So, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Licht rein. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Weißt du, was das ist? Du nimmst hier ein Blatt Papier, einen Stift und zeichnest eine Linie und dann fährt der hinterher, der cool. Linie. Ah ja. Das sind die Dinger, was wir mal im Dings gesehen haben, bei YouTube. Ah ja. Geil. Schade, dass ich nur einen mitgenommen habe. Wir werden es euch auf jeden Fall zeigen. Auf jeden Fall. So, Aliens. Eine Figur. So eine Sammelfigur. Auch ganz okay. Sehr schön. Noch was zum Erdebuddeln? Jurassic World. Das ist eine Form für ein Skelett drin. Kann man sich seinen eigenen T-Rex basteln. Das auch nicht schlecht. So, und wenn man ein bisschen mit Schießen dabei ist, kann man hier auch eine kleine. Das ist, glaube ich, nur Ziel. Die Munition, ne? Oder nee, das Ziel. Das ist das Ziel. Das Ziel. Die großen Knarren hat es auch mitgegeben. Aber, naja, ich halte davon nicht viel. So, das war's mit der Runde. Ja, dann mache ich da jetzt wieder eine Unterbrechung, damit wir hier den Tisch abräumen können. Genau. So, da geht's jetzt weiter. Star Wars. Leute, das sind Schwimmflügel für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Damit werden wir hier bestimmt ein Usinger Kind glücklich machen. Ja. Denn die hat bestimmt hier keiner. So, dann das Ding wird auf keinen Fall aufgemacht. Das wird hier irgendwo an die Decke gehängt zu den anderen. Star Wars. Tu das mal präsentieren. Ja. Muss kein Licht machen. Das auch blendet eine, nur. Eine Sammelfigur. Steht der Name steht dabei. Force Awakens. Ja. Ja, gut. Ja, Mördertruppe, ist eine Mördertruppe. Guvian Enforcement, ja. Und dann haben wir hier zwei Anhänger von Matchbox. Ach, was habe ich mit denen als Kind gespielt? Nicht mit den Anhängern, weil die sind neu, die sind Matchbox. Oh, herrlich. Ein herrliches Spielzeug. Wer sage ich dazu nicht? Wir haben sogar Originalverpackte noch. Haben wir auf Eisenbahnmärkten haben wir bekommen. Ja. So, und dann hier werden garantiert wieder vier Kinder richtig glücklich werden. Cars. Dreimal dürfte raten, wer das ist. Lightning McQueen. Ja. So, dann haben wir hier Actionfiguren. Auf der Rückseite ist, wie sie zerlegt werden und zusammengebaut werden. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene von diesen Dings. Hier in dem Tütchen sind die Waffen mit drin. Ich finde die Dinger geil hier. Voll beweglich, damit, mit denen kannst du alles machen. Außer am Boden und Staubsaugen tun die alles. So. Insgesamt 18 Stück, so wie ich es gezählt habe. Sehr gut. Er kann zielen. Ja. So, und dann sind wir über etwas gestolpert. Und zwar von Francis. So eine Alarmanlage zum selber bauen. Eine davon werde ich auf jeden Fall aufbauen. Das werden wir auf jeden Fall im Review machen. Deswegen lege ich das auch gleich an die Seite. Und die sind zum Schluss verkauft worden für die letzte Woche im Sonderrabatt hier für 10 Euro. Francis ist eine ganz tolle Marke. Da habe ich schon viel zusammengelötet von. Ja, das sind auch so Entdeckungssets von denen für Kinder. So, dann lege ich euch einmal nahe. Modbricks. Am 4.6.22, halt das doch bitte mal da ein bisschen näher ran, ist eine neue Eröffnung. Ich werde das Ding noch ein paar Mal zeigen und Clemmy wird es auch unten verlinken. Ja. Da ist dann die neue Eröffnung. Und so wie ich die Jungs und Mädels kennengelernt habe, würde ich sagen, da gibt es auch bestimmt ein paar schöne Schnäppchen. Denke ich auch mal.
Ja. Der Sonderverkauf von denen ist immer etwas günstiger als im Internet. Ja. Also, schon mal vorgemerkt. Jungenholzstraße 8 in Germersheim. Hört sich gut an. Zum Vormerken. Ja. So, dann werden wir mal hier wieder mal erbrechen. Ich habe hier noch ein bisschen was. Wenn das hier hinpasst, dann... Das kriegen wir schon. Auf geht's, weiter im Takt. Ganz am Eingang haben sie was für die Sicherheit getan. Richtig. Masken, jede Menge Masken. Hier ein 40er-Pack, wir haben uns welche mitgenommen, weil bei uns im Laden ist Maskenpflicht. Genau. Und wir wollen es auch nicht anders. Ich bin Hochrisikopatient und das möchte ich auch gerne bleiben. Weil, wenn ich mal irgendwann abkratze oder wie auch immer oder einen Satz in die Kiste mache, wie ich das auch immer nenne, ich sehe das Ganze ein bisschen spaßig, dann geht es bei mir durch den Ofen. So. Da haben wir noch mehr Masken. Immer 10er-Packs. Genau. 9 Stück, ne? Ja. So, das kannst du dann auch wieder wegtun. So, machen wir weiter mit Klemmbausteinen. Jawohl. Und zwar von Hanshi. Oder Hanshi. Gibt es hier solche Mini-Street-Sets mit Marken sehr ähnlichen Sachen drauf. Zweimal hier diese... Coco-Colo. Zweimal das. Ja, du musst dann da drüben da mal so ein bisschen stapeln, das Ganze. Dann zweimal KFI. Ja, das habe ich dir letztens erst gesehen. Da habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt mal kaufen. Jetzt haben wir es geschenkt bekommen. Auch zweimal, genau. Dann Corner Coffee. Auch zweimal. Wunderschöne Steine. Ihr werdet es alle reviewt sehen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht jedes einzelne, aber... Nein, wir machen immer nur eins. dreimal hier so ein Spot. Sportgeschäft. Wie heißt das Sportgeschäft? Sport. Sport. Naja, warum auch nicht, ne? Wir sind hier in der letzten Aktion für 4 Euro über die Bühne gegangen. Das Kästchen, nicht alle. Ich tue die mal lieber oben drauf. Ja, besser ist das. So. Dann jetzt die wenigen. Genau. 7-Eleven oder was ist das? Ja, irgendwas mit einer 7 drauf. Haben wir 9 mal. Und hier hinten ist die Straße komplett. Habe ich gerade entdeckt. So, tust du die mal da oben drauf? Ja. So. Gleich vorneweg bemerkt, von dem, was wir hier zeigen, wird einiges in die 1001er Verlosung kommen. Wird auch Weil da geht's richtig ab. Mehr sage ich euch nicht. Genau. So, das letzte. Das haben wir 14 Mal. Fast Market. Ey, Alter, du, das ist eine... Guck mal. Schöne kleine Sets. Ja, vor allen Dingen eine schöne Steine gerade. Ja, herrlich, die Steine. Genau. So, so, das war's jetzt. Machen wir jetzt mal wieder hier so ein Break-Leak.